Hi! Wie du vielleicht mitbekommen hast, machen wir auf diesem Kanal vor allem Videos rund um das ganze Thema Schlafen. Aber wir haben noch gar nicht geklärt, warum wir Menschen überhaupt schlafen. Warum können wir nicht den ganzen Tag voller Energie sein? Wenn du das wissen willst, dann bleib auf jeden Fall dran. Nach einem kurzen Intro geht's los. Wir müssen schlafen, weil wir müde sind. Das ist doch ganz klar. Okay, aber warum sind wir müde? Das liegt vor allem an unserem Gehirn. Unser Gehirn braucht die Nacht, um dann überlebenswichtige Aufgaben zu erledigen, für die es am Tag keine Zeit hat. Tagsüber ist unser Gehirn super vielen Reizen ausgesetzt. Wir lesen Dinge, wir lernen neue Dinge kennen, wir lernen neue Menschen kennen, wir üben Altbekanntes und unser Gehirn muss diese Reize auch irgendwie verarbeiten. Es muss entscheiden, ist die Information wichtig, ist die Information unwichtig? Wo soll ich es einordnen? Diese Verarbeitung kann nicht sofort stattfinden, da immer wieder direkt neue Reize eintreffen und unser Körper gar nicht die Zeit hat, das Ganze sofort komplett einzuordnen. Also werden Erlebnisse, Eindrücke und Informationen erstmal zwischengespeichert. Und in der Nacht werden sie dann komplett eingeordnet mit Hilfe der Nervenzellen. So werden in der Nacht unwichtige Verknüpfungen gelöst und aussortiert, wichtige Verknüpfungen, wichtige Informationen werden gefestigt, gestärkt und gehen ins Gehirn über. So wird eine Überlastung des Gehirns vermieden. Am nächsten Morgen ist unser Körper dann wieder fit und hat wieder genügend Platz für neue Informationen. Wir können wieder auf die Jagd gehen, Informationen sammeln und unser Gedächtnis erweitern. Der Schlafforscher Jan Born hat mal gesagt, ohne Schlaf kein Gedächtnis. Ganz guter Leitsatz, finde ich. Wenn du mehr zu dem Thema wissen möchtest, was im Körper passiert im Schlaf, dann kannst du hier oben klicken oder unten in der Beschreibung klicken und dazu ein ausführlicheres Video von uns anschauen. Ansonsten war es das auch schon wieder von mir. Kurzes Video nur. Lass uns gerne einen Daumen da und auch ein Abo, damit du keine Videos mehr verpasst. Ansonsten würde ich sagen, tu deinem Körper was Gutes, schlaf gut und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.